Düsseldorfern derzeit also die größten Sorgen. Egon Köhnen und Heiner Baltes, die beiden Offensivverteidiger, die sich vor 8 Tagen in Duisburg so schwer verletzten. Folgerichtig griff der HSV von Beginn an über die Flügel an, vor allem über den schnellen Georg Volkert, der gegen Hesse gute Szenen hatte. Torwart Wojcke. Die Hamburger, die bisher auswärts viel Pech entwickelt hatten, imponierten in Düsseldorf durch ein schwungvolles Angriffsspiel. Der Däne Björn Mose, ein sehr wendiger Mittelstürmer. Der Tabellenzweite mit Hans Schulz gegen Zatschik. Düsseldorf häufiger im Angriff. Der etwas zu zaghafte Linksaußen Herzog gegen Sandmann. Geier. Wieder Hesse. Die Norddeutschen in der Deckung in der ersten Halbzeit nervös und überhastet. Willi Schulz mit der Nummer 6. Düsseldorf noch unkonzentriert im Abschluss. Klaus Zatschik machte das Spiel im Mittelfeld von Hans Schulz nicht eng genug gedeckt. Und so fiel das 0:1. Eine Rechtsflanke, Georg Volkert, 7. Minute, 1:0 für den Hamburger Sportverein. Eine überraschende, aber durchaus verdiente Führung. Aber es kam noch schlimmer für die Fortuna nach diesem Eckball. Eine mangelhafte Abwehr, Zatschik, 2:0. Und das alles nach nur 10 Minuten. Der geplagte Trainer Klaus Ochs und seine jungen Reservespieler blieben skeptisch. Zu Recht. Denn die nächsten 20 Minuten zeigten, warum der HSV im Augenblick so leicht zurückzuwerfen ist. Die Deckung, angefangen von Torwart Özcan, strahlte in der ersten Halbzeit keine Sicherheit aus. Fortuna gewann selbst im Strafraum die meisten Zweikämpfe. War schneller und dynamischer. Auch Willi Schulz brachte keine Ruhe ins Spiel. Fortuna mit Vorstopper Kriegler, Budde, der Torjäger, wieder Kriegler und dann ein halbes Eigentor. Nur noch 2:1. 28.000 Zuschauer im Rheinstadion, eine stimmgewaltige Kulisse. Düsseldorf bester Stürmer war Rainer Geie, der hier von Riff und Willi Schulz gerade noch gestoppt werden kann. Nach diesem Eckball erhält Geier den Ball noch einmal. Ein unmöglicher Winkel für eine Flanke oder gar einen Torschuss. Er versetzt Ripp, überläuft Willi Schulz, Passball auf Hans Schulz und Ausgang. 2:2 in der 34. Minute. Hier diese Szene noch einmal. Ripp überspielt, Willi Schulz überlaufen, böse Fehler in der HSV-Deckung. Nach der Pause kam der Regen und eine noch offensivere Fortuna. Aber jetzt stand die HSV-Abwehr mit Willi Schulz und Özcan an der Spitze. Fortuna spielte und kämpfte, hatte blendende Torszenen, aber der HSV wehrte sich wie in seinen besseren Bundesliga-Jahren. Mit Erfolg und Kaltschnäuzigkeit. Das Spiel hatte Tempo und Dramatik. Herzog. Und es gab immer wieder Kontermöglichkeiten für die Norddeutschen. Torwart Wojcke hier im Glück bei diesem tückischen Aufsetzer. Geier mit der Nummer 8 war die treibende Kraft bei Fortuna auch in der Schlussphase. Aber im Strafraum der Hamburger einfach kein Durchkommen. Fortuna steckte nicht auf. Die Mannschaft enttäuschte die 28.000 genauso wenig wie der HSV, der bewies, dass der derzeitige Tabellenstand wohl nicht von langer Dauer sein kann. Die Hamburger scheinen im Kommen. Es blieb bis zum Schluss beim 2:2.